Florentina. Prost. Prost, cheers. Prost. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich darf schon gespritzten Weißwein trinken. Du musst ja noch tanzen heute. Ich würde gerne unser Gespräch beginnen mit einer Frage nach einer Sportart, über die wir uns mal unterhalten haben vor, glaube ich, anderthalb Jahren im Café Leopold in Wien. Eine Sportart, die mich seit Jahren, eigentlich seit der Kindheit beschäftigt, unter anderem deswegen beschäftigt, weil ich sie überhaupt nicht verstehe und sie gleichzeitig total faszinierend finde, nämlich Stabhochsprung. Und ich weiß noch, dass ich dir das so flapsig erzählt hatte und dann sagst du zu mir, du hättest dich seit Jahren schon mit dieser Sportart beschäftigt. Das fand ich einen schönen Zufall, weil es gibt ja 100.000 Sportarten und dass uns beiden gerade Stabhochsprung so gefällt, ist doch, finde ich, eine schöne Koinzidenz. Kannst du was sagen dazu, warum dich das so fasziniert? Ja, mich an sich faszinieren mich viele Sportarten, aber der Stabhochsprung, und ich glaube, damals ist er halt aufgekommen, weil ich damals schon angefangen habe zu überlegen, was passt in die Kraftzentrale, was nicht auf eine herkömmliche Theaterbühne passt. Und da war der Stabhochsprung das Erste, was mir da eingefallen ist. Ja, weil, also ich meine, die Bilder davon, weil so ein Stabhochsprung dauert ja nicht lange. Deswegen sieht man das eigentlich so hauptsächlich in Zeitlupe im Fernsehen oder einfach so ein Bild. Und das schaut einfach toll aus, muss ich sagen. Und speziell, weil man es eben so, wenn man es wirklich in der richtigen Zeit sieht, ist das so schnell vorbei. Und man weiß nicht genau, wie die Leute das gemacht haben eigentlich. Ja. Und ich habe das ja dann wirklich aufgenommen. Und bin aber dann drauf gekommen, das kann man halt nicht in so einer. Also ich meine, ich weiß schon, ich habe für Theaterleute relativ lang gestreckten Prozess, aber nicht lang genug, um Stabhochsprung zufriedenstellend zu lernen. Und man muss da, also ich bin dann drauf gekommen, dass die meisten Leute wirklich aus der Gymnastik kommen, die das machen. Turner eigentlich. Weil das ein sehr akrobatischer Vorgang ist, wo man halt das Momentum gescheit ausnutzen muss und so weiter. Von daher finde ich das technisch auch sehr faszinierend, weil das da wirklich um den richtigen Move in der richtigen Sekunde geht. Ja, aber da war ich definitiv, hatte ich da, ja, das wäre sich nicht ausgegangen bis jetzt. Ja, das Faszinierende daran ist ja, was du gerade gesagt hast auch, ist sozusagen die Dauer. Also die Vorstellung, dass ein Mensch, der das macht, professionell und auf hohem Niveau, tatsächlich immer nur diesen einen Bewegungsablauf sich vorstellen muss, trainieren muss. Und das sind ja dann ganz viele einzelne Bewegungsabläufe und die sind in sich jeweils sehr komplex. Also es fängt ja schon mit dem Anlauf an, ja, wo man denkt, okay, jetzt läuft man da mit diesem doch riesigen Ding, was man da in der Hand hat, in den Händen. Und dann muss man irgendwie diese kleine Markierung, diese Kuhle treffen und dann geht es nochmal von vorne los. Dann kommt mit Kopf unter und dann kommt die Drehung. Und dann auch dieses nicht ganz ungefährliche Runterfallen von, ich weiß nicht, über 5 Meter geht das, glaube ich, mittlerweile. Oder ich weiß nicht, oder ja, ja, die Rekorde sind, glaube ich, schon über 6 Meter. Oder über 6 Meter. Und man sieht es dann eben in der Ultra-Slow-Motion, was es alles ist. Und was faszinierend daran ist, ist natürlich die Frage für mich, wenn ich gucke, was geht diesem Menschen wann durch den Kopf? Oder ist das ein Abschalten von etwas? Ich weiß nicht, vielleicht weißt du darüber mehr, weil ja, du natürlich als Tänzerin diese komplizierten Vorgänge auch kennst. Für mich als nicht wirklich so sportlichen Menschen ist das schon allein eine Herausforderung, darüber nachzudenken, was das geistig bedeutet, ja, das zu beherrschen. Ja, ja, ich kenne mich da auch nicht so genau aus, aber ich meine, bei vielen von diesen Leichtathletikdisziplinen eigentlich, ja auch bei dem Hürdenlauf, den wir dann mehr gemacht haben, das ist relativ, die Trainings sind da relativ monoton in der Art und Weise, dass da so Automatismen geübt werden und irrsinnig viel gezählt wird. Da geht es so, der ständig mit dem Maßband, auch beim Stabhochsprung, der Trainer ist da ständig mit dem Maßband unterwegs und misst genau, wie lange Distanzen und wie lange Schrittlängen sein sollen und wie lange Laufschritte sein sollen. Und
Und ich glaube, im Endeffekt sollte der Springer das so sich angeeignet haben, so, dass da alles automatisch geht eigentlich und der richtige Schritt im richtigen Rhythmus aufeinander folgt und das einfach so perfektioniert hat, dass das einfach hinhaut dann. Mhm. Was dieser Person durch den Kopf geht, ich weiß es nicht. Mhm. Ist vielleicht auch besser, wenn wir es gar nicht wissen. Es ist natürlich auch interessant, diese Sportarten, wo man ganz alleine ist. Ne? Ja. Das sind ja bei der Leichtathletik, das sind alles Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen. Und die Gegner sind entweder, gut, auf der Rennbahn sind sie daneben, aber sonst sind sie ja gar nicht da, auch im Weitsprung oder Speerwerfen, das muss man alles alleine ja. machen. Und für mich ist das gar nicht vorstellbar, weil ich ein absolutes Gruppentier bin, natürlich als Theatermensch. Du kennst das auch. Aber gibt es sowas, wenn ihr jetzt zum Beispiel tanzt, alle miteinander, wie muss man sich das vorstellen? Ist man da dauernd in der Gruppe oder ist man eben doch auch ein bisschen allein oder ist es eine Mischung von beidem? Also für mich ist schon der krasse Unterschied zum Sport, dass es eine Gemeinschaftssache ist. Mhm. Und ich meine, wir witzeln so ein bisschen, dass es auch eine Competition ist. Oder dass gewisse kompetitive Elemente auch jetzt nicht... nicht nur negativ sein müssen in dem mhm. Kontext. Mhm. Aber grundsätzlich ist das, finde ich, das Angenehme, dass es eben da, dass man selber die Parameter setzt, was da jetzt eben gut und schlecht ist und das nicht so, ich das halt cool finde, wenn das nicht so transparent ist oder mhm. ja, dass eigentlich unklar ist, an welchem mhm. Ende vom Spektrum sich das befindet. Mhm. Aber ja, noch zum Stabhochsprung, ich meine, das ist ja irgendwie nicht umsonst diese Königsdisziplin von der Leichtathletik. Und ich denke doch auch, weil da im Gegensatz zu den anderen leichtathletischen Disziplinen, ja, dadurch, dass wir mit so einer Höhe umgehen. Und ja, ich glaube, da muss man schon ein bisschen ein Adrenalin-Junkie sein, um das zu handeln auch. Mhm. Deswegen, ich glaube, den Leuten geht das schon so durch den Kopf, dass das gut gemacht sein muss, weil das sonst echt scheiße ausgehen kann. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen was wir in unseren Stücken auch haben. Mhm. Also, dass da eine Präzision in Sachen sein muss, weil mhm. sonst könnte es halt echt scheiße ausgehen. Jetzt mhm. solche Sachen, wie wenn man mit dem Feuer mhm. oder ja, gerade wenn man so einen Flügel hochhebt und so weiter. Das, mhm. das muss schon alles wirklich, ja. Das ist ein interessanter Aspekt, finde ich, deiner gesamten Arbeit und jetzt auch wieder von Divine Comedy, dass wenn man da drauf guckt als Zuschauerin, sieht man zwei ganz unterschiedliche Sphären. Man sieht genau diese Gefahrenzone, von der du sprichst. Man ist auch froh, dass man da oben nicht hängen muss an diesem Klavier. Hürden laufen könnte ich auch nicht. Dieses sehr Sportive, dieses Zirzensische, dieses auch auf Kraft Bauende, wo es eine große Rolle spielt, dass das alles Frauenkörper sind und dass Männer dafür einmal nicht vorkommen. Das ist das eine, geübte, fast soldatische manchmal, nicht falsch verstehen, sondern soldatisch im Sinne von wohl organisiert und im Chor und alle zusammen. Und auf der anderen Seite sieht man auf eine absolut, finde ich, bezaubernde Weise eine Art Kindergruppe, die versucht, Grenzen auszuloten oder die zusammenkommt, um zu beraten, was man als Nächstes macht. Und daraus entsteht auch dieser spezifische Humor. Ich lache auch sehr viel, wenn ich deine Arbeit sehe, weil da drin eine unglaubliche Freiheit steckt und bis hin zur Anarchie. Und das ist etwas, was mich sehr fasziniert, wie man diese beiden Sphären zueinander bringt. Die Sphäre der Gefahr und des Wagnisses und des Auskostens und Sprengens von Grenzen und auf der anderen Seite diese fast zärtlich anmutende Herdenhaftigkeit, die eine große Rolle spielt, auch das sich gegenseitig neugierig zugucken bei etwas. Wie macht man das in der Arbeit? Wie kriegt man sowas zusammen? Also ich meine, erstens, ja, du sagst, du würdest da nicht gerne auf diesem Flügel oben hängen, aber ich glaube schon einige aus meinem Cast, die hängen eben doch gerne auf dem Flügel. So wie ich selbst eben auch. Und von daher, ich suche mir halt schon meinen Cast, wo ich das Gefühl habe, Leute haben... Also das hat jetzt nicht so unmittelbar mit dieser Disziplin zu tun, aber andere Sachen stehen im... Ja, da muss man schon irgendwie Spaß daran haben, ja, den Körper zu disziplinieren, sage ich mal, oder so. Mhm.
oder wird es viel zu trainieren zum Beispiel. Mhm. Und da suche ich mir die Leute schon so, die da eine ähnliche Einstellung haben wie ich selber und eine Lust daran. Mhm. Aber der Cast ist da definitiv auch sehr gemischt. Also nicht alle wollen da am Piano oben hängen auch. Ja. Und das ist auch okay so. Aber ich glaube, ja, dadurch ist das immer schon so ein bisschen eine Verhandlung. Ja, die Leute, die diese Sachen voll super finden und nicht, und die Leute, die gerne am Boden bleiben. Und ähnlich ist es auch so mit, ja, ich glaube, für mich selber ist es ja auch so, dass, ja, ich habe da eine irrsinnige Lust dran, den, so an auch dieser gewissen Art von Härte, die ein Training erfordert, wenn man wirklich was weiterbringen will. Aber andererseits kann ich mich wirklich auch darüber lustig machen, über diesen Käfig, den man sich dann selber baut eben, weil man an sich denkt, ah, in diesem Käfig ist es, fühlt sich gut an, aber natürlich wollen wir alle auch außerhalb dieses Käfigs sein und lachen können über die Leute, die sich diese Käfige bauen für sich selber sozusagen. Und das war schon immer in Bezug auf Tanztechnik und so weiter für mich irgendwie die Relation, die ich dazu hatte. Ja, ich finde das schon sehr geil, aber andererseits, es ist auch so pointless irgendwie und irgendwie... Ja, man kann sich da auch, es ist schon der Wichtigste, auch eine gewisse Distanz dazu zu haben. Und das führt halt dann wahrscheinlich zu einem irgendwie so humoristischen Umgang damit, weil ich mir nicht nie sicher bin, ist das jetzt wirklich so toll oder ist das eigentlich nur absurd, also sich dem auszusetzen und sowas zu machen. Ja. Ja, und daraus entsteht etwas, wie soll ich das beschreiben, es entsteht auch im wohltuenden Sinne etwas Anti-Heroisches. Nicht, wenn man hat so viel Tanztheater gesehen von Männern und ein tolles Theater und so weiter. Und da gibt es ja viel dann auch Martialisches und wo dieses Zuchtmeisterhafte ausgestellt wird und die Härte und die Ernsthaftigkeit. Und jetzt hier sind es lauter Frauen und die mit Humor mit diesen Grenzen umgehen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das nicht alle vertragen oder dass das nicht alle verstehen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, da wird etwas entheiligt oder entweiht, was ich persönlich überhaupt nicht verstehe, weil in der Theatergeschichte sind die schönsten Frauenfiguren zum Beispiel ein paar hundert Jahre alt, die sind bei Shakespeare und das sind immer die komischen Frauen. Der hat ja die wahnsinnigsten Komikerinnen geschrieben und die Komikerin ist gefährlich, weil sie natürlich die Leute zum Lachen bringt und folglich wird auch gelacht über die Herrschaft und über das herrschende Prinzip, was ein männliches Prinzip ist. Ich finde das unglaublich toll in diesen Arbeiten, wie du sie zeigst, weil es auch nicht so als Prinzip rüberkommt, wir wollen jetzt aber mal, sondern es ist ein fantastisches Beiprodukt sozusagen von dem, was ihr sowieso macht. Und deswegen fand ich das interessant, dass gestern auch nach der Premiere, man hört ja immer wieder den Begriff des Provozierens und so. Und ich dachte dann so, es ist schon interessant, wie schnell man auf diesen Begriff kommt, weil man manchmal plötzlich nicht mehr versteht, eben macht ihr euch über etwas lustig oder eben gerade nicht. Und kann nicht der Humor sogar die größere Ernsthaftigkeit sein, als wenn man alles so abfeiert? Ja, ne? Ja, also ich finde da... Für mich ist das einfach nur, also ganz ehrlich, bei dem Abend war ich so, das ist definitiv einer meiner ernsteren Abende und so weiter. Und deswegen war das eine gute Erfahrung gestern, dass Leute auch lachen konnten über Sachen, ehrlich gesagt. Weil ich ihn schon noch ziemlich dunkel finde eigentlich, den Abend, jetzt im Gegensatz zu den anderen Arbeiten. Mhm. Wo wir auch, ich glaube, so im kleineren Bühnensetting kann man Sachen, und da habe ich definitiv eine Tendenz dazu, dass man Sachen etabliert, um sie dann sofort wieder zu zerschlagen sozusagen. Wenn Leute den Eindruck haben, sie haben das jetzt verstanden, dass man es dann sofort kaputt macht irgendwie. Und bei der Arbeit habe ich mich jetzt das erste Mal getraut, das nicht so sofort machen zu müssen, dieses sofort kaputt machen, was man gebaut hat. Und das hat zu einer gewissen Ernsthaftigkeit geführt oder so. Aber deswegen bin ich trotzdem froh, dass da ein gewisser, dass Leute da doch auch sehen, dass da nicht alles jetzt ernst und heilig ist. Mhm. Gerade so auch im Zusammenhang mit Tod und so weiter. Also über den Tod muss man wirklich auch lachen. Vor allem über diese herrlichen, gigantischen Knochengerippe, die da am Ende noch rumtanzen.
das ist ein tolles Element, das hat was von Jahrmarkt und von Zirkus und ja. von Kindheitserinnerung. Das würde mich zum Beispiel auch noch interessieren mit der Kindheit. Es gibt ja diese Theorie, der ich vielleicht selber sogar ein bisschen anhänge aus irgendwelchen Gründen, dass künstlerisches Schaffen oder Kreativität letztlich auf eine Weise aus dem Garten der Kindheit kommt. Also sozusagen aus einem vielleicht tatsächlich noch etwas unberührten Paradiesgärtlein, wo man noch nicht diesen Sorgenhorizont hat, die Erziehung einen noch nicht kaputt gemacht hat, sondern wo man in dieser Neugierphase ist und einfach alles aufsaugt. Könntest du sowas unterschreiben? Könntest du auch sagen, du merkst in deiner Kunst, das hat was damit zu tun, was ich erlebt und realisiert habe, als ich ein kleines Mädchen war? Gute Frage. Ich weiß nicht, das kam mir noch nie so vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin auch, ich habe wirklich erst Interesse daran, Arbeit zu machen, entwickelt in meinen 20ern eigentlich. Das war jetzt nicht so Kindesfantasie oder so. Und war dann sehr eigentlich so in Resonanz zu meiner Ausbildung und den irgendwie so Kunstbegriff und so weiter. Der hat mich einfach viel provoziert und da hatte ich das Gefühl, okay, da muss ich jetzt auch noch meinen Senf dazugeben. Aber ja, okay, ich weiß nicht, ob man das so. Definitiv ist für mich ein sehr intuitiver Zugang sehr wichtig. Und natürlich hat das etwas damit zu tun, wie jetzt ein Kind herangehen würde, um irgendetwas zu machen und zu konstruieren. Mhm. Und ja, das wäre vielleicht. Ja, und ich scheiße mich ja definitiv nicht davon an, irgendwie auch kindisch zu sein und solche Sachen. Es ist vielleicht auch noch der Unterschied, kindisch auch, aber auch kindlich. Das ging mir auch jetzt bei dieser Arbeit so. Eine Kindlichkeit, eine Form von Unschuld auch, eine Form von Selbstvergessenheit. Und das finde ich total interessant im Verhältnis eben zu diesem Beherrschen müssen der Dinge, ja. damit man sich nicht im wahrsten Sinne die Haxen bricht. Ja. Und diese Mischung finde ich sehr speziell. Die sehe ich eigentlich sonst so im Moment nicht irgendwo. Und man redet ja wahnsinnig viel und modisch von Sehgewohnheiten, Brechen und weiß nicht was. Das ist ja manchmal auch ein bisschen hohltönend. Ja, weil was bedeutet das? Aber ja. Genau, was würde das bedeuten? Und mir ging es jetzt auch in Divine Comedy so, dass das von selbst passiert, weil ich eben in diesen Sphären mich hin und her bewegen kann. Zwischen diesen Dingen, die ich überhaupt selber nicht kann, die mich aber total faszinieren, die ich bewegungstechnisch sogar verstehe, aber ich kann sie nicht. Und diesen anderen, etwas weicheren Skills, die mit Humor zu tun haben, mit fast einer gewissen Form von Fürsorglichkeit, das finde ich sehr speziell. Und ich glaube, dass es dafür auch ganz wichtig ist, wenn man so die üblichen Rezeptionsmechanismen auch einfach dann mal über Bord wirft. Und wirklich guckt, dass man was Neues sieht. Zum Beispiel diese Sache mit dem Hürdenlauf. Das ist toll, dass das so oft wiederholt wird, dass man wirklich versteht oder erahnbar machen kann, dass das auch ein Bild natürlich fürs Leben ist. Dieses, immer wieder diese Hürden und hinten bollert man wieder daran. Und dann jedes Mal, wenn ihr das macht, denkt man über einen anderen Aspekt davon nach, über den Bewegungsablauf, über die Sinnlosigkeit, die Lächerlichkeit, dann auch wieder die Erhabenheit, der langsame Gang zurück, der Stolz, der da drin liegt, die Lächerlichkeit dieses Schusses, der da abgeht. Ja. Und allein so eine Sequenz, finde ich, fordert einen im positivsten Sinne heraus, ein bisschen anders über die Dinge nachzudenken. Ja. Ja, ich meine, diese Sequenz ist noch irgendwie, denke ich, trotzdem bekannter für einen Zuschauer, dass eben so etwas funktioniert und so weiter. Aber ich denke mal, die Hypnose ist eher der verwirrende Moment, wo sich Leute, der mir einfach extrem wichtig ist, genau aus dem Grund, dass er eben verwirrend ist. Und ich meine, ja, vielleicht gibt es nur das zu diesem Thema.
ja, ich habe schon eine gewisse Risikobereitschaft, aber jetzt nicht im Sinne von Risikobereitschaft, ja, zünden wir uns alle an oder so, sondern Risikobereitschaft, machen wir was, wo womöglich jetzt uns sogar selber unklar ist ein bisschen, was genau das bedeutet. Und trauen wir das auch unserem Publikum zu, dass sie das schaffen, dass sie so etwas, einen verwirrten Moment wahrnehmen können? Was machen sie damit? Dafür habe ich halt schon eine Faszination auch. Und finde ich wichtig, weil das bringt einen dann auch in, der ist dann doch ein gewisses, ja, eben ein unkontrollierbares Momentum auch, das ich gerne anbiete in der Show, wo ich gerne Kontrolle abgebe auch. Und wo ich mir denke, ja, der Theaterraum ist einfach auch dafür da, weil wo sonst kann man das machen? Ja. Und das ist ja auch ein Thema, das direkt mit dem Tod zusammenhängt, den wir ja nicht verstehen. Wir verstehen ihn ja nicht. Wir haben bis zum heutigen Tag keine Ahnung. Wir konnten mit niemandem sprechen. Ja. Es kam bisher niemand zurück. Also ich weiß von niemandem. Ja. Und dann ist sozusagen im Zentrum so einer Arbeit eben auch ein großes Rätsel, mit dem aber eben auch spielerisch umgegangen wird. Und trotzdem ist es auch traurig. Also wenn du sagst, das ist eine deiner ernsteren Arbeiten. Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe dir das ja auch gesagt nach der Probe, die ich gesehen habe. Ich fand es auch traurig, aber nicht traurig aufgesetzt, sondern einfach kreatürlich traurig. Man wird auch überrascht davon, von dieser Traurigkeit und diese Sphäre der Körper natürlich, der jungen Körper, die man sieht, und der älteren bis alten Körper bei Trixie. Das ist dann schon eine andere Dimension. Und auch das sieht man ja selten, weil da kann man ja jetzt nicht mehr lügen, sondern man sieht gelebte Geschichte auf der Bühne. Und so erzählt sie das auch. Auch dieses Beispiel mit den zwei Toten, dass sie einmal schon gestorben ist am Ende ihrer Tänzerkarriere und dann den anderen hat sie, hat sie noch vor sich. Ja, genau. Ja, sie stammt halt aus der Generation, wo das noch so ist. Ja. Mein Tänzertod wird nie stattfinden, weil ich eine andere Generation bin. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, dass diese Durchmischung halt von Altersgruppen im Tanz halt nicht viel passiert, einfach. Ja. Und einen dann eben auch ganz anders über Tanz nachdenken lässt, weil in dem Moment ist alles Tanz, weil alles Bewegung ist. Und das finde ich zum Beispiel auch interessant. Ja. Dass man von diesen Labels wegkommt, von diesen Einteilungen, die wir machen. Ich habe auch noch eine Frage apropos Bewegung. Das habe ich mich oft gefragt und das ist etwas, womit ich mich oft beschäftige im Theater, in meinen Arbeiten. Die Arbeit mit Tieren oder an Tieren, und zwar nicht jetzt im Sinne von Schauspieler spielen ein Tier, das ist ja schrecklich. Das macht man dann irgendwie in der Schauspielschule und es funktioniert auch nie. Sondern das, sozusagen das Gucken, was Tiere machen und dann sich dabei ertappen, dass man fast nichts von dem versteht, was sie machen, wenn man ehrlich ist. Man tut immer so, als würde man das alles verstehen. Es liegt ja nur daran, dass man sie irgendwie vermenschlicht. Wenn man wirklich guckt, gibt es so unendlich viel, was Tiere machen, was man nicht versteht und gerade deswegen total fasziniert ist und nicht mehr aufhören kann, hinzugucken. Spielt sowas auch für dich eine Rolle? Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, muss ich sagen. Ja. Ich bin nicht so eine Tierbeobachterin. Also wir spielen Tiere noch recht häufig eigentlich, aber... Aber nein, es ist eigentlich so, als darüber habe ich mir wirklich noch nie Gedanken gemacht eigentlich. Ja. Mir geht das durch den Kopf, mir geht das oft durch den Kopf, weil manchmal hat man auch bei Tieren das Gefühl, sie imitieren Menschen. Ja. Es gibt, glaube ich, diesen Satz, fällt mir jetzt in der Sekunde ein, von Canetti, der gesagt hat, immer wenn er ein Tier aufmerksam betrachtet, hat er das Gefühl, da säße ein Mensch drin und macht sich über ihn lustig. Ja. Und das fand ich irgendwie auch sehr... Ja. Sehr theatral. Ich habe noch eine Frage zum Begriff der Wahrheit. Das ist ja auch eigentlich ein schauderöser Begriff. Heute, wenn man über Wahrheit spricht, dann denkt man an Lügenpresse und was weiß ich. Mich interessiert zum Beispiel auch sehr die unterschiedlichen Wahrheitsbegriffe im Wissenschaftlichen und in der Kunst. Das Wort Wahrheit ist letztlich unteilbar und doch hat es so vollkommen unterschiedliche Bedeutungen. Auch in deiner Arbeit, die Wahrheit des Sports oder der Leistungsorientiertheit ist ja eine völlig andere als die Wahrheit im Spiel. Mhm.
Denkst du auch über sowas nach? Was ist eigentlich die Wahrheit der Kunst? Oder wo beginnt die oder wo hört sie auf? Und welche Wahrheit ist gemeint, wenn man von der Wahrheit im Journalismus spricht oder in der Geschichtsschreibung oder in der Wissenschaft? Ja. Die haben ja alle nichts miteinander zu tun, die Begriffe. Wahrheit, ja, ich meine, es ist nicht jetzt ein Wort, das ich gerne in den Mund nehme und auch nicht, dass ich irgendwie versuche, eine Wahrheit zu sprechen durch die Kunst oder so. Ich glaube, ich bin da eher mit Unwahrheit beschäftigt. Also ich entlarve schon sehr gerne Unwahrheit oder mache eben sehr offensichtlich, wie viele Dinge Illusion sind oder Betrachtungsweise oder eben so wirklich subjektiv und so weiter. Aber darin steckt dann schon eine gewisse Wahrheitsfindung. Und ich glaube, für mich selber ist das schon so, dass ich halt versuche, so an den Kern von den Dingen zu gehen, irgendwie jetzt so oder wie wir das im Tanz gemacht haben mit dem Ballett irgendwie. So können wir jetzt wirklich mal drüber reden, was das genau bedeutet und wie dafür genau trainiert wird und was das für Leute sind, die das auch gerne machen oder eben die das ungern machen und aus welchen Gründen und so weiter. Also ich gehe den Sachen da gerne auf den Grund irgendwie und mache das halt gerne einfach durch eigenes physisches Experiment daran, so quasi, damit ich nicht darüber lesen muss, sondern dass ich das selber erfahren kann, wie Sachen sich jetzt so anfühlen. Und dann, das hat dann eine gewisse Glaubhaftigkeit für mich. Ja, aber ich nehme das Wort Wahrheit in dem Bezug eher nicht in den Mund. Und ich meine, generell fühle ich mich eher so als Theaterscharlatan eigentlich. Mhm. Vielleicht ist das auch das Provozierende, dass es dieses Fachmännische, jetzt im Wortsinn, überhaupt nicht gibt in deiner Arbeit. Man wird zu nichts gezwungen. Ich fühle mich immer sehr frei. Ich sitze da und kann gucken und hören und denken, was ich möchte. Und fühle mich nicht in diesen engen Grenzen, in denen ich mich doch manchmal fühle. Es gibt kein Expertentum, sondern es gibt eine ganze Menge Fragezeichen eigentlich. Fragen, die aufgeworfen werden wie Maulwurfhügel. Ne? Ja. Man gräbt und dann entstehen diese Fragehaufen. Ich empfinde das persönlich als sehr angenehm. Von dem anderen habe ich genug gesehen. Ich bin kein junger Mensch mehr. Ich habe so viel Theater gesehen und so oft wurde mir vorgeschrieben, was ich zu denken und zu fühlen habe. Und in deiner Arbeit habe ich das nicht. Soll jetzt auch kein schales Kompliment sein, sondern es ist wirklich eine Erfahrung, die ich mache. Und deswegen interessiert mich, was andere da denken, auch so quer durch die Generationen. Wie reagieren jüngere Leute auf die Arbeit, ältere Leute aus deinem Umfeld? Und jetzt bist du ja sozusagen berühmt. Also das warst du ja schon vorher. Geht so. Also. Das ist ja leider auch eine Wahrheit, ja. Und jetzt hat wahrscheinlich dann irgendwann mal jeder und jede Zugriff auf das, was du machst. Gibt es eine Sphäre des Rückzugs, wo du sagst, das ist die Sphäre, da gehe ich hin, wenn ich von allem genug habe, von wirklich allem, da gibt es Ruhe, da ist gar nichts, da ist eine Art buddhistische Lehre. Gibt es sowas überhaupt? Ja, das hört sich irgendwie dumm an, aber das ist für mich schon so mein eigenes physisches Training, ganz ehrlich gesagt. Wo ich halt wirklich auch abschalten kann und so weiter. Und ich nehme an, daher kommt auch dann meine ultimative Faszination mit dem Sport, aber auch mit dem Tanz eigentlich und Tanzpraxis generell. Dass das für mich definitiv noch immer irgendwie so der Ort ist, wo ich meine Art von Rückzug irgendwie oder wo ich wieder meine Tassen in den Schrank zurückräume sozusagen. Ja, und weil ohne das habe ich schon das Gefühl, dass ich so, das hilft mir irgendwie gewissen Druck standzuhalten und auch Kunst nicht so ernst zu nehmen und überhaupt alles, was Erfolg oder Misserfolg mit sich bringt irgendwie. Das kann mir dann so richtig scheißegal sein, wenn ich mich irgendwie so in meinem eigenen Körper wohlfühle. Sehr gut. Und das ist auch so was ich halt schon versuche, meinem Cast auch zu vermitteln, dass wir physisch eine gute Erfahrung davon tragen und dann ist es irgendwie zweitrangig, was dann so die Resonanz ist eigentlich, sondern es geht eher darum, was ist so das, was wir selber physisch aufbauen auch da.
Und das ist ja das, was rüberkommt, weil letztlich ist es eben auch ein Fest des Lebens. So ging es mir jetzt mit Divine Comedy. Es wird der Tod gefeiert, natürlich auf vielerlei Weise, auch witzig, aber nicht nur. Der wird auch erahnt oder er taucht auf, er klopft an. Und gerade deswegen ist es, finde ich, auch ein Fest des Lebens. Und das hat man ja auch nicht so oft. Also wir freuen uns ja alle so selten. Ne? Mhm. Man redet wahnsinnig intelligent über irgendwelche ästhetischen Prinzipien und Theorien und redet so selten über die Freude. Ja. Und das ist für mich persönlich auch ein ganz wichtiges Element, jetzt auch als Festivalmacherin. Und ich kann diese Freude da eben empfinden, weil ihr sie habt. Und weil euch in dem Moment, dir und euch in dem Moment, wie du es vorher schön gesagt hast, scheißegal ist, ob das jetzt in dem Moment irgendeine Wirkungsmechanik hat, sondern ja. Es kommt einfach rüber, wie reine Musik eigentlich, ja, ja, ja. Das, wie reiner Klang. Und diese Erfahrung möchte man nicht missen. Schläfst du genug? Ja, letzte Nacht nicht, aber sonst, ich schlafe wie ein Stein. Sehr gut. Ist mir auch sehr wichtig. Ich bin nicht erstaunt, dass du schläfst wie ein Stein. Ich habe das Gefühl, ich habe manchmal das Gefühl, man sieht es dir an. Es gibt ja so Menschen, Nein, es ist was anderes, hat nichts mit Augenringen zu tun. Es hat etwas mit deinem besonderen Fokus zu tun, den du hast, der mich persönlich sehr fasziniert, den nicht so viele Menschen haben heute, die auch alle 10 Minuten das Handy rausnehmen und irgendwie abgelenkt sind. Und ich hatte schon bei diesem ersten Gespräch, was wir hatten vor 1,5 Jahren, das Gefühl, dass ich wie ein Stein schlafe. Dass du wie ein Stein schläfst und dass du auch wie ein Fels fokussiert bist. Dass ein Gespräch auch meint, dass man dann wirklich dieses Gespräch einfach führt und nicht noch 1000 andere Dinge macht. Schon das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Und man sieht deiner Arbeit auch den Fokus an und wie auch alle da drin fokussiert sind. Für mich ein sehr schönes Erlebnis. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist mit deiner wunderbaren Truppe. Und wir sind froh und wir freuen uns. Prost, Florentina. Vielen Dank. Danke, Barbara.